Hallo, hallo, hallo! Cain Engrave ist zurück. Erster Fürst, der Mordbrenner. Und ich muss mich an dieser Stelle nochmal bei... Achso, das habe ich schon aktiviert. Okay. Ich muss mich fürchte ich nochmal bei Mr. Schwarztee ein kleines bisschen entschuldigen. Weil ich habe ihn mit Real Snack Snack Snork... Real Leg Snick Snack Snork habe ich ihn verwechselt. Und von daher... Keine Ahnung, es liegt, glaube ich, irgendwo auch ein bisschen am Avatar. Ich weiß nicht warum. Ich meine, Relax 666 hatte mal einen entsprechenden Avatar. Wow! Ich bin der Meister im Treffen. Nicht. Und getroffen werden, eher. Ja! Yeah. Man sieht, ist diese Fackel durchaus eine formidable Fuchtelfechtelwaffe. In meinem Kampf gegen die Wolfgänger hier aus dem Untergrund. Sie wollen an mein Fleisch, sie wollen die Hoden herausreißen. Aber nicht solange ich der Herr dieser Fackel bin. Was haben wir hier? Eine Schatztruhe. Ich glaube, Schwarztee hatte mir noch die Info gegeben. Und das, oh shit. Hatte ich ursprünglich auch vorgehabt, aber diese Ablenkung. Doppelangriff. Oh, ein großer Wolf. Und eine scheiß Wand. Oh, zweimal schön zulangen. Ich meine, nehme jetzt mal das hier. Ha! Und schon läuft's besser gegen den großen Knüppelhund. Okay, also, dass ich Brock nochmal in dieser Höhle am Fluss, nee, am Ufer aufsuchen soll. Wegen der Nadel. Dass er sich dort jetzt vielleicht aufhalten mag und ja, mal gucken. Ich hoffe nur, wobei ich schneide das dann gegebenenfalls raus. Also ich hoffe nur, dass die Bosse nicht schon wieder respawned sind oder sowas dergleichen. Okay. Nachdem wir hier durch sind und die obere Ebene so dermaßen düster ist, steigen wir die Ebene runter hinab, so wie From Software das in vielen ihrer Spiele so zu pflegen wagt. Und haben ja viel mehr Licht als oben. Naja, gut, nicht hundertprozentig. Aber laufen wir erstmal. Lügner voraus. Kein etwas Unglaubliches voraus. Es ist Moos! Und keine Wand hier. Keine Geheimwand. Ich habe noch nie eine Geheimwand in diesem Spiel gefunden. Nur geheime Ausgänge aus Aufzügen. Oh yeah. Super Angriff! Jawohl! Oh, er wehrt sich doch. Wobei es ist durchaus ein Fehler, direkt auf den ersten Angriff einen Gegenangriff zu setzen, weil die gerne so einen Doppelbiss haben. Der Doppelkiefer. Scharkwölfe. Mal sehen, ob die sowas irgendwann mal einsetzen, nachdem sie in Bloodborne Hunde und Raben? Oder, nee, oder was waren das so viel? Ich weiß es schon nicht mehr. Zumindest nicht Spinnen und... Nee, auf jeden Fall komische Viecher miteinander gekreuzt haben. Hallo. Kleiner Frechdachs. Gott, ich sehe hier nichts. Ich glaube, das ist wieder ein großer. Yay! Ich glaube, hier kommen noch mehr Wölfe, aber warum wollen wir es mal wieder hell machen? Lalalala! Okay, erstmal The Moos einsammeln. Feuerfett, nice. Ah, da vorne hockt noch einer. Oh, was hast du denn für einen Klumpen auf dem Kopf? Es ist The Brainiac. Mysterio. Dünne Bestie. Oh, ja, ja, dünne Bestienknochen. Gut, kann man viel mitmachen. Beispielsweise, ich glaube, man kann Wurfpfeile damit herstellen und man kann andere Dinge damit herstellen. Ich glaube, nee, Bolzen. Wobei, Bolzen weiß ich jetzt nicht genau, aber ich glaube, Pfeile gehen. Ich könnte mal nachgucken, aber das wäre ja einfach. Ich gucke mal nach, weil das... Den richtigen Knopf zumindest. Nein. Das waren das? Ja, dünne Bestienknochen. Und das hier sind auch dünne Bestien. Oh, Feuerpfeile. Sogar gefiedert. Na, vielleicht. Vielleicht. Mal gucken, was uns hier unten noch erwartet. Ich versuche jetzt nicht vorzugeben, ich wüsste nicht, was mich hier unten erwartet, aber ich gebe auf jeden Fall nicht vor, wenn ich sage, ich habe ein bisschen Schiss, weil ich hasse diese Stelle hier. Es ist düster, ich möchte gerne meine andere Waffe benutzen, aber dann sieht man wieder nichts. Okay, ja, kommt irgendwas? Komm. Und da hinten,
Ja. Schmiedestein. Okay, 5000 Viecher hier. Kommst du her? Ich meine, es ist sinnvoll, was die Umwelt betrifft, diese Viecher hier hinzusetzen. Aber heilige Scheiße, nee, ist das schwierig. Wir sind mit der Kamera. Wusch, 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 wusch. Ich glaube, ich nehme mal lieber einen hier. Dann mal gucken. Nein, ja, ja. Genau wegen dieser Wand. Jo! Er wird eins mit der Wand. Wallband. Okay. Ja, der Vorhang lüftet sich. Schwupp, hier ist ihr Herzblatt. Okay, wundervoll. Nichts Weltbewegendes hier. Außer das hier. Schmiede. Yes. Oh Gott, Knubbels. Das Blöde ist, das große Eierstück ließ gerne auch dort lungern, wo Knubbels sind. Aber nicht hier. Goldene Rune 4. Yes. So, jetzt ist die Herausforderung herauszufinden, wo der verdammte Weg weiter. Yay! Genau wie die Raverbäume. Uft, 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 uft. So, der Absturz. Man erkennt von hier aus, finde ich, so gut wie gar nicht, dass hier unten noch Boden ist. Weil man nicht weiß, ist es Reflexion oder ist es keine Reflexion? Oder ist eine Reflexion nur eine Täuschung? Eine Reflexion Morgana. So, jetzt müssen wir hier ein kleines bisschen Jump-Run-Man betreiben. Na, hier kann man wieder ein bisschen mehr sehen. Wollen wir Hacken 1? Hacken 2? Shamshir ist meins. Okay, da ist einer. Da kommt einer. Okay, der hat nur mit seinem Kadaver gespielt. Danke. Bitte nicht runterfallen. Danke. Na also, oh, jedes Mal erwische ich sie nur mit dem kleinen Stoß. So, jetzt können wir, glaube ich, hier... Oh, jumpen, runnen. Ich sollte mal Licht machen. Dann sieht man ein bisschen mehr. Ah, guck mal, glatt. Octopus Vision. Visionen von Croctopus. Höhlenmoos. Oh, ich glaube, jetzt kam die Scheißstelle. Jetzt kam, glaube ich, die richtige Scheißstelle. Ich hasse diese Scheißstelle. Yay! Haben wir schon kämpfen müssen? Dann richtig. Das sind, glaube ich, auch kleine Knubbels. Oh. What? Es kotzt Brocken aus. Oh, das war gut. Moment. Nochmal zustoßen. Bomben. Und? Es wächst nach. Ich aber auch. Ich wachse aus mir heraus. Ich klone mich. Mitose, Saccharose. Zuckerbedingtes Fortpflanzen. Ich habe es erfunden. Nein. So. Eierstöckli, das Land Octopus. Und wie man sieht, waren vorher andere hier Opfer des herabhängenden Eierstöcklis. Ah, das Höhlenmoos wollen wir doch mal erneut mitnehmen und uns um die Ecke lungern. Ich habe noch genug Lebenspunkte, um noch was auszuhalten. Berühmte letzte Worte, was haben wir hier? Krummfingermedizin. Yes, Moment, es kratzt mich am Dingsy an der Backe. Einmal hier runter. Hier, hier, dort, überall. Ich glaube, man kann hier... Mann, das sieht man gerade so schlecht. Genau, hier ist noch unten so eine Säule. Und da kann man wieder zurück auf die Insel in der Mitte, wo wir eben von der Armada, von diesen kleinen, miesen Viechern angegriffen worden sind. Aber diese Höhle hier führt ins Innerste dieses Dungeons. G-
Glühwürmchen. So, machen wir uns nochmal voll. Und wenn mich alles nicht richtig täuscht, wenn ich richtig liege, dann sollte ich hier meinen Knüppel benutzen. Knüppel aus dem Sack. Oh Gott, wenn ich mir denke, den habe ich hier mit meinem Stream-Charakter, glaube ich, ohne Knüppel und so weiter. Ich bin in seinem Arsch! So, das Herz rausreißen. Wow. Ich warte jetzt ein bisschen, weil der hat sonst iFrames. Wow, wenn man nicht die ganze Zeit an seinem fucking Bein hängen bleiben würde. Ja! Also mit dem Knüppel von 2 aufgeladenen Angriffen ist das richtig kluge. Glocke. Der blaue Tänzer-Talisman. Was haben wir denn hier? Die Stoffpuppe einer blauen gewandeten Tänzerin. Wohl eine Art antikes Erbstück erhöht die Angriffskraft bei geringem Ausdauerrüstungsgewicht. Die Tänzerin in Blau symbolisiert eine Fee, die laut Legenden einem blinden Schwertkämpfer ein fließendes Schwert übergab. Mit dieser Klinge versiegelte der Schwertkämpfer einen uralten Gott, der die Fäulnis selbst war. Ich glaube, das hier haben wir auch noch nicht gelesen, oder? Ein mit blauen Federn verzierter Talisman, ursprünglich für uralte Todesrituale bestimmt, wirkt die Verteidigung bei niedrigen Lebenspunkten. An der Schwelle des Todes sinkt das Herz mit aller Kraft, sodass man sich umso hartnäckiger an das Leben klammert. Um dem Tod am Ende ein würdiges Opfer zu sein. Brüllen, die Riesen waren einst Todfeinde des Erdenbaums. Ihr Gebrüll verwüstete die Natur, löste Lawinen aus und entfachte flammende Stürme. Ich glaube, dann ist dieses Landstrich hier, so ähnlich wie Dark Souls 2, durch die Invasion von Riesen irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Insgesamt, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. So, nehmen Uchigatana. Ich wollte meinen. Da ist es, meine Zwillingsklinge. So! Wonderful! Dann wollen wir so tun, wie geheißen ward vom Schwarztee und uns Brock einmal anschauen. Bis gleich. So. Oh, der ist ja direkt hier vorne. Moment. Also ich habe mich hier zu der Küstenhöhle zurück schnell gereist. Was ist mit dir passiert, Jung? What are you doing here? Licht machen. You must leave this place at once. They'll rush in and beat you to a pulp. You'll end up just like me. Aber ich hab sie doch vertrimmt. Hier, deine Nähnadel. Freude ins Gesicht nähen. Wait. Is that what I think it is? You got it back for me. My sewing needle. Wie auch immer er sie gesehen hat vorher. Moment, ich komme näher, ich komme näher, ich komme näher. Nicht mal ein Wort des Dankes? Oh, what made you go and do a thing like that? My mum was a seamstress. And that sewing kit was all I had to remember her by. I always wanted to be just like sweet old mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Sweet old mama. Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamster like my mum. Then I suppose I can't just curl up and die, can I? Na, nehme deine Wunden zusammen und dann geht's weiter. Thank you. You're very kind. I always wanted to be a seamster like my mum. Then I suppose. Okay, dann müssen wir anscheinend später mal wiederkommen. Wir kommen jetzt aber. Ja, wir waren ja hier und wir gehen jetzt nach hier. Normalerweise, ich weiß es nicht warum, aber als ich das Let's Play zu, wie heißt es noch gleich, Xenoblade Chronicles X gemacht habe, weiß ich nicht, habe ich mich irgendwie zwischendurch schon schwer getan, die Schnellreisefunktion dauernd zu nutzen, weil das irgendwie den Fluss aus meiner Sicht so ein bisschen stört, den Fluss aus Gameplay und Nachvollziehbarkeit. Andererseits, deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, ob ich jetzt auch in diesem Spiel hier massiven Gebrauch von der Schnellreisefunktion machen soll. Allerdings auf der anderen Seite, im Gegensatz zu Xenoblade Chronicles X, funktioniert das ja nicht über dieses separate Medium des Gamepads. Und das muss man ja schon einbetten, damit man als Zuschauer weiß, wie das weitergeht. Unfassbar! Unsere heilige Ruhestätte ist in Wahrheit!
sich dem Ruf des Erdenbaums zu verweigern, um ihm Tode weiterzuleben. Abscheulich. Ah, dann war die Person das. Aaron Sorg. Deine Frage, du erinnerst dich. Die sagt was davon, der Ruf des Erdenbaumes. Wenn man sich dem verweigert, stirbt man nicht mehr. Und vielleicht sind wir deswegen befleckt, weil wir die Gnade des Erdenbaumes nicht mehr so richtig wahrnehmen als Befleckte. Aber aufgrund dessen, weil wir nicht zu seinen Wurzeln zurückkehren und damit endgültig sterben, eventuell andere Dinge passieren. Namentlich, ja, wir haben unendlich viele Versuche und es ist kein Roguelike. Oder Roguelite. Wobei, das habe ich jetzt mal in der Doku gesehen, dass sie bei Demon's Souls ursprünglich vorhatten, so Permadeath einzuführen. Wo ich denke, yeah! Ups. Ah ja, stimmt, die muss ich mal vom Boden aufkratzen. Okay. Wie mein Informatik-Prof damals sagte, richtige Situationen erfordern die passenden Werkzeuge. Die Dinger hier sind, glaube ich, ganz gut gegen, nicht gut gegen Knüppli-Schaden gewappnet. Ja. Und der Knüppli ist auch ein bisschen schnell. Wer hat's erfunden? Oh Gott. Erstmal. Dich. Meine Ausdauer reicht für dich, Kumpel. Kumpel 2. Kumpel alle Brei. Und. Alkohol Bullshitteritis. So. Und hier liegt auch noch so ein Penner. Penunser? Den kann man vorher nicht sehen. Also, dass die Augen blinken, meine ich. Ich habe keine Ahnung, ob das Augenblicken hier ähnliche Bewandtnis hat wie in Dark Souls 3. Da konnte man ja erkennen, ob sie noch ein Leben haben oder. Ich brauche keinen Fettkonter gegen dich. Moment. Ja, auch der Martin. Oh, scheiße. Mir fällt gerade erst auf, wie viele Echos ich wieder habe. Diesen Durchgang hier habe ich bei meinem Stream-Charakter sowas von übersehen. Also, ich habe ihn nach ganz viel Rumgesuche gefunden. Oh. Und Pfeile. Mittlerweile so viele Pfeile, dass sie ins Lager sogar gehen. Dann sollte ich vielleicht mal häufiger den Bogen verwenden. Aber das ist etwas simpler, wenn man zuerst, glaube ich, hier lang läuft. Vorsicht vor herauslocken. Ich locke sie mal aus ihren Särgen nicht raus. Ich höre Knackeli-Knack. Das Knickeli-Knacke kleiner Knöchleins. Oh, er war der Beste im Kinderturnverein. Jetzt nicht mehr. Hey! Und fort. Dann können wir uns diese Gräbertallilie zusammen mit dem Grabpfeilchen einverleihen. Okay. Oh, Knochis. Oh, ich hoffe, er fällt nicht runter. Weil wenn er runterfällt, kann ich ihn schlecht endgültig knacken. Ich habe ihn endgültig geknackert. Uchi, uchi, Gatana. Oh, ein zweiter. So. Ja, Profis machen das so, um sie uns auf den Boden zu... Okay. Er war stets bemüht. So, er kam verfrüht. Was ist los mit euch? Ihr vermehrt euch ja wie die Kanick. Drei? Vier oben noch einer? Vielleicht hatten die zu wenige Menschenknochen, um die zusammenzubauen, die lieben Nekromanten. Danke. Und haben dafür dann Rammler-Kanickelknochen verwendet dafür. Hier war doch mindestens noch einer. Da hinten ist noch einer. Aber er lässt mich gerade in Ruhe. Also nehme ich den Krummsäbel. Und lauf noch mal kurz krumm durch die oberen Gefilde, um dem weiteren Bogenschützen einen die sackgesichtigen Drecksknochen Verbraucher noch die Leviten zu lesen. Wo ist er? Da hinten. Da, wo seine Blume wächst. Er ist der Blumenbeschützer. Das ist mir egal. Wow! Gut, dass ich Schild benutze. Schild
ist super effektiv. Oh, das auch. Oh, geh down. So, wenn ich damals hier alles richtig untersucht habe, oder ich habe damals alles richtig untersucht, gibt es ja auch keine geheime Mauer, Wand, Tür, wie auch immer. Doch gegebenenfalls flauern sie hier im Untergrund des Verderbens. Nein, sie kommen von hinten, diese Stricher. Ich dachte, ich hätte euch alle umgebracht. Die vermehren sich wirklich. Ja, er hat noch zwei Lebenspunkte übrig. Ja, ja. Ist okay. Okay, seine Seele hat jetzt... Na, ist sie geschwindelig geworden? Wenn ja, dann tut es mir von Herzen leid. Menschenknochensplitter. Das hätte ich echt Rammler-Knochensplitter erwartet. Naja. Egal, Loa. Dann wollen wir uns mal... Irgendwas, was an den Wänden klebt, wobei wir haben hier nicht diese komischen Kremlin-Statuen oder was das ist. Eine Blutrose. Ein Blümchen. Und der Schalter zur innersten Tür. So, stehen jetzt nochmal hier irgendwelche auf? Kommen jetzt Spider-Man-Skelette von oben runter? Nein. Das Tolle ist, diese Nachricht verhindert, dass man Dinge tun kann, außer laufen. Also man kann nicht mehr angreifen, man kann nicht mehr blocken, man kann... im Grunde nichts mehr außer laufen. Und das ist so gut gemacht! Yeah! Ich glaube... Ja, ja. Ich hatte überlegt, in den Bossraum zu laufen, ohne meine Runen auszugeben, aber... Nein. Nein. Nein, 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 nein. Stufenaufstieg können wir mitnehmen. Ich bin jetzt echt am Überlegen, was ich machen soll. Weil ich würde ganz gerne auch mal hier Punkte in Geist reinstecken, um... meine besseren Aschen mal benutzen zu können. Aber vielleicht visiere ich doch erstmal besser hier die 19, die 20 in Leben und vielleicht noch Stärke oder sowas an. So, ich ändere meine Waffen wieder, weil ich mal gucken möchte. Mit so einem Doppel-Uchi-Gatana. Okay, das ist nicht gut. Das ist viel besser. Nein, das ist... Alles dasselbe. Ah! Aber ich habe jetzt... Ich habe jetzt keine Chance mehr zu blocken oder so. Oh, das, oh Gott, das wird... Ich bin selber schuld. Aber ich möchte es mal ausprobieren. Gegen das hier. Die Assassine der schwarzen Klinge. Es ist echt geil, dass sie so wenig Lebenspunkte hat. Weil sie vermutlich hier ein paar Skelette umgebracht hat. Okay. Oha. Ja, wir haben uns gegenseitig schon ein bisschen. Es ist echt so Trading von Blows. Naja, muss ich... Oh, geil. Assassinen-Purpur-Klinge. Das ist... das Teil, was ich meine. Wenn ich das benutze, dann kann ich bei kritischen Treffern wie Backstabs LP regenerieren. Verborgene Assassinendolch mit purpurnen Flecken. Kritische Treffer regenerieren LP. Dieser Glücksbringer wurde dem Dunkel der schimmernden Klinge nachempfunden, die in der Nacht der schwarzen Messer zum Einsatz kamen und das Leben des ersten Halbgotts forderten. Direkt mal ausrüsten hier. Yes. Direkt mal ein bisschen Licht machen hier. Dreck mitnehmen. Wurzelharz. Okay, das ist sicher. Und auch hier. Oh, Todeswurzel. Und auch hier wieder. Wurzeln und Leichen. Mal kurz gucken. Todeswurzel, war das ein Quest? Ich glaube, das war ein Questgegenstand. Das ist hier das. Ja, hier ist es. Diese werden von dem Bestienkleriker gesucht und verschlungen. Eine Quelle, die jene erweckt, die im Tode leben. Der Bestienkleriker am Refugium der Bestien weit im Osten sammelt und verschlingt diese Wurzeln. In der Nacht der schwarzen Messer trug die Rune des Todes dazu bei, dass der erste der Halbgötter niedergestreckt wurde. Später breitete sie sich über die unterirdischen Wurzeln des großen Baumes im ganzen Zwischenland aus und wächst nun in Form der Todeswurzeln. Okay,
breitet sich über die Wurzeln des großen Baums aus. Dann sind das hier in der Tat die Wurzeln des vermutlich riesigen Erdbaumes. Moment, nee, da hinten liegt noch was in der Ecke. Das kann ich nicht hier lassen. Nee. So, raus dafür. Ich bin ganz ehrlich, als ich das erste Mal gegen die Assassinen gekämpft habe, ich habe mir echt schwer damit getan, mit meinem fetten Großschwert. Deswegen, ich habe mir gerade tatsächlich wieder ein paar Sorgen gemacht. Aber ich glaube, es war auch ein unaufgedingstes Großschwert. Okay. Haben wir auch diesen Dungeon durch. Dann gucken wir uns einfach hier oben noch mal ein kleines bisschen was um. Weil, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, könnte man... Hätte ich vielleicht durchaus vorher mal noch mal gucken können, ob ich ein Level-Up mitnehmen kann. Ah, aber was soll's. Aber was soll's. Ja, lass mich erstmal hier aufstehen. Er hat über mich... Wie gewinnt. Ah, keine Ausdauer mehr gehabt. Doof. Fark. Ha! Also ich meine, stylisch ist es schon, aber es ist halt wahnsinnig gefährlich, weil ich nicht mehr blocken kann. Aber mal abwarten. Mal gucken. Bin ja schließlich Samurai. Hier, wer war aber nochmal der diesen Zweikampfstil sozusagen erfunden und sich damit gegen die normalen Regeln der Samurai oder des Samurai-Schwertkampfes entgegengestellt hast? Oh Gott, wie hieß er noch gleich? So ein berühmter Name und ich kriege ihn jetzt gerade nicht auf die Kette. Das ist jetzt echt bedauerlich. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Miyamoto Musashi war es, glaube ich, oder? Ja, das war doch dieser sehr berühmte Samurai. Der diesen, halt einfach diesen Schwertkampf. Wow. Affengesichter. Ich schlage jetzt mit meinem starken Schwert zu. Und hau daneben. Damit ich mich hier mal in Ruhe ein bisschen umgucken kann. Ich wollte ja möglichst hier im Norden soweit das meiste erledigen. Zumindest das, was mir halt bekannt ist und vielleicht auch nicht mehr so ganz bekannt ist. Bei diesem einen Gemälde, was wir gefunden haben, habe ich zuerst gedacht, das könnte hier irgendwie unter einem dieser Bögen die Gegend abbilden, die wir eigentlich suchen sollen. Aber ich glaube, dafür sind diese Bögen einfach viel zu hoch. Okay, oh, Oberfrucht und... Los, nimm es. Ein Lanzentalisman. Ich glaube, den habe ich noch nie gefunden. Da ist er. Verbessert Angriffe zu Pferde. Ich nehme ihn jetzt einfach mal, weil ich auf dem Pferd bin. Ein Talisman mit Lanze und Ritter. Ritter zu Pferde sind tödliche Gegner, außer der Spielercharakter reitet. Von ihrer erhöhten Position entgeht ihnen nicht, außer man ist der Spielercharakter. Und ihrem aufgeladenen Angriff ist kaum jemand gewachsen. I call Bullshit. Vielleicht, wenn man NPC-Charakter oder sowas ist. Meletta Marco, keine Sorge, ich habe deinen Tipp nochmal wegen des Leuchtfeuer-Zeitfortschritt gedönselt. Habe ich nicht vergessen, aber ich werde jetzt mit meiner Reiterei hier nochmal hier oben ein bisschen entlang reiten. Und dann kommen wir, glaube ich, automatisch so einigermaßen wieder in die Nähe von der Stelle. Und das wird dann der Zeitpunkt sein, an dem ich mich ein bisschen darum bemühen werde, diese Sache noch einmal zu machen. Achso, ich habe schon gedacht, ich habe ja was Neues gefunden. Nope. Es geht hier einfach nicht ums Eck rum. Interessant zu wissen, dann müssen wir uns... hier wieder durchfriemeln. Oh Gott, hier bin ich ja auch gestorben wie ein Trottel. Aber dafür müssten wir hier, glaube ich, soweit alles durchhaben. Das einzige Negative ist Schmetterlinge. Danke! Und ihr habt schön das Lagerfeuer weggeholzt. Oh, wein bei deiner Mama. Okay, ich weine auch bei meiner Mama. Hier ist... Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Die sind auf jeden Fall komische Schnecklis. Ja, Angriffe zu Pferd. Zu der Pferd. Das sind das Angriffe zu der Pferd. Und hier gibt es einen Haufen schwelender Schmetterlinge. Und Feuerpfeile lässt sich, glaube ich, mit deren Hilfe zusammenbasteln. Von daher. Oder zusammencraften. Von daher machen wir das einfach mal. So. Das müsste doch eigentlich hier in der Nähe gewesen sein. Achso, dieses Kolosseum hier habe ich mit dem Stream-Charakter
Ich bin da komplett drumherum gelaufen. Ich habe jede Wand angehauen. Ich komme dort nicht rein. Aber ich dachte, hier würden auch solche komischen Riesen noch hier im Norden irgendwo rumliegen. Aber vielleicht ist das auch nur arglistige Täuschung. Nee, da drüben! Bin ich da nicht gewesen? Ja, bin ich. Das ist er. Und er hat schon Lebenspunkte verloren. Wie man sieht. Ja, die mal ab hier. Autschen! Ja, jetzt habe ich nur noch die Rolle. Aber meine mächtigen Spezialangriffe. Wow. Wow. Okay. Haben wir ihn gefunden. Also hier muss auch irgendwie mal was mit Riesen passiert sein. Und der ist wohl irgendwie umgeboxt worden und liegt seitdem hier rum. Okay, haben wir das. Ich sehe euch hier gleich wieder. Wobei, nein, wir gehen zuerst zur Hütte des Kriegsmeisters, weil es ist gerade dunkel. Und da es gerade dunkel ist, ist das geil. Hier in die Hütte gehen? Nein, okay. Rasten wir. Und dann soll ich nochmal in die Hütte gehen? Nein, okay, nochmal mit ihm reden. Hello. Glad to see you safe. Ja. Here to learn a battle art or two. Nein, eigentlich nicht. Aber da war auch nichts zum Reden. Okay. Nochmal dran rasten, please. Oh. Hallo. Oh. Oh, geil. Oh, geil. Trink was, schnell. What? Oh Gott! Oh Gott, er ist hart! Okay. Ja, das ist fair. Oh mein Gott, der Versuch sah so gut aus. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Ich, oh Gott, ey. Das geht mir so auf den Sack. Jo. Oh. Fuck. Ja. Ja, ich weiß, er hat unendlich Reichweite. Oh Gott. Ah, delayed. Ich hab gerollt. Aber das ist anscheinend manchen Gegnern völlig egal. Ja, bohr den Baum. Oh Gott, ich bin schon außerhalb, out of healing. Fuck. Oh Gott. Wenn das was wird, dann habe ich super Luck gehabt. Oh Gott, habe ich ein Schwein gehabt. Oh. Aber das erschien Klangperle des Knochenhändlers.
Ganz ehrlich, das erschien mir jetzt aber irgendwie ziemlich random, ob er nach einem normalen Angriff wieder eine Combo oder sowas startet und ich mit einem Angriff dazwischen komme. Ganz ehrlich. Egal, meine Nerven. Klangperle des Knochenhändlers. Gib dies Zwillingsjungferhüllen für neue Objekte. Die Klangperle eines unglücklichen Knochenhändlers, erschlagen von einem Klangperlenjäger, bietet sie Zwillingsjungferhüllen in der Tafelrundfeste an, um Zugang zu folgenden Gegenständen zu erhalten. Ah, dünne Bestienknochen und schwere Bestienknochen kann ich damit dann also bekommen. Ja, ich frage mich, ob das der Händlertyp gewesen ist. Egal. So, dann werde ich einmal Stufen aufsteigen. Ja komm, ich mache erstmal hier auf 2. Achso. Ja, come on, oder? Nee, ich mache hier nochmal eine einzelne Kondition. Und dann werde ich mal gucken, ob ich in Geist vielleicht mal anfange, was reinzustecken. Wegen der besseren Aschen. Die möchte ich auch irgendwann mal probieren. Ja, genau. Jetzt bist du plötzlich wieder da. Hello. Glad to see you safe. Here to learn a battle art or two. Du hast nicht zufällig was von dem Typen mitgekriegt? Nein, habe ich befürchtet. Okay, jetzt reisen wir in den Norden noch einmal hier. Moment, wir haben es jetzt Nacht. Ich sehe euch im Norden im Kolosseum wieder, wenn es Tag ist. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es gibt da oben noch irgendwie eine Art Asche oder sowas zu finden. Aber ich weiß nicht, ob das was mit dem Tageszeitpunkt zu tun hat. Da müsste irgendwo noch ein Reiter rumreiten. Wenn ich den umbringe, dann droppt er irgendwas. Meine ich noch im Kopf zu haben. Ach nee, hier war der. Und zwar hier. Direkt neben den Katakomben, aber etwas weiter oben. Ah, wo ist er? Ich habe mir den Reitertalisman mal angelegt. Oh, jetzt habe ich mich davon beeindrucken lassen. Aber jetzt gibt's Damage ohne Ende. Oder auch nicht. Ha! Da staunen sie. Und jetzt. Kommt mal, ich mach Schaden. Du hast meinen Popickel entfernt. Doppeltreffer. Ha! Oh, keine Ausdauer mehr, ich trottel. Nein! Hahaha, ich wusste es. Okay, wir kriegen die Kriegsasche goldener Schwur. Dann war er also hier. Das, keine Ahnung, unwichtige Sachen wie das behalte ich manchmal. Aber irgendwie wichtig ist, wo ist der Weg? Was war nochmal, was spiele ich gerade? Keine Ahnung. Barbie 2. Irgendwie sowas. Also wie gesagt, ich kenne keinen Weg in dieses Kolosseum hier rein. Keinen blassen Schimmer. Aber irgendwann werden sich die Tore vielleicht auch für mich öffnen. Oder für jemanden, wie mich besser gesagt. Also ich sag, Klangperlen. Wenn man automatisch absteigt, dann wird hier wahrscheinlich irgendetwas im Finsteren lauern. Ein Invadierer. Hi! Henricus! Meine Macht! Der doppelten Nichtsmachigkeit! Haha! Aufgespießert! Ich habe keine Ahnung, wie lange der Spielstil hier mit den Dingern noch gut geht. Und wir bekommen ein Hammer-Talisman! Hammer-Talisman! Moment, ich werde erstmal den vorlesen. Ein Talisman mit Hammer und Ritter verbessert ausdauerverringende Angriffe gegen einen blockenden Gegner. Meine Frage an der Stelle, ich glaube, jeder Angriff verringert irgendwie die Haltung oder die Ausdauer ein bisschen, oder? Oder? Keine Ahnung. Zählt das für jeden oder wirklich nur sowas für aufgeladene Angriffe oder sowas? Oder ist nur Spezialtechniken? Keine Ahnung. Hämmer sind gegen Widersacher mit Schilden dermaßen effektiv, dass sie im Volksmund auch als Rittertod bezeichnet werden, glaube ich. So, wieder den richtigen Talisman anwenden. Mit dem Krummfinger des Duellanten hinterlässt er ein rotes Rufzeichen.
Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für einen Wettkampf-Mehrspielerpartie rufen. Als Duellantengegner ist es eure Aufgabe, den Wirt der Finger zu besiegen, der euch gerufen hat. Okay, macht das weg. Wir haben bekommen eine kleine rote Statue und Krummfinger des Duellanten. Das war... Waren das Benutz-Items hier? Ja, das waren Benutz-Items. Sendet Wettkampfrufzeichen an Herbeirufungsreserve. Objekt für Online-Spiel. Also in der Nähe. Okay. Im Wettkampf-Mehrspieler-Modus besteht euer Ziel darin, den Wirt der Finger in der Welt zu besiegen, in die ihr gerufen wurdet. Und dieser Gekrummfinger des Duellanten erzeugt ein Rufzeichen für den Wettkampf-Mehrspieler-Modus. Ihr trefft als Gegner Duellant ein und euer Ziel ist, den Wirt der Finger in der Welt zu besiegen, in die ihr gerufen wurdet. Finger aus Leichenlipid, gekrümmt wie ein Haken. Die Bronzeverzierungen sind das Zeichen eines Duellanten. Oh, hi. Ich wollte doch einfach nur kämpfen als Krieger bis zum bitteren Ende. Also warum, auf führende Hand der Gnade, will sich diese Tür nicht öffnen? Vielleicht, weil es Wand ist? Ich weiß es ja nicht. So, was mir auch aufgefallen ist, hier steht eine alte Fingerleserin. Also zumindest auf der Karte. Ich habe keinen blassen Schimmer, ob die gute Frau standardmäßig auf der Karte angezeigt wird, auch wenn man sie noch nicht besucht hat. Ich kann mich jedenfalls nicht mal im Entferntesten in irgendeiner Art und Weise daran erinnern, da mal gewesen zu sein. Aber hey, was soll's? Yeah! Ein Großriesentyp. Soll er erstmal großriesig bleiben? Ich habe jetzt gerade keinen blassen Schimmer, wie viel Zeit ich quasi noch habe für diese Folge. Es ist auch echt schwer zu antizipieren, wie viel am Ende nach Toden rausgeschnitten wird. Hallo, ihr armseligen Irren. Vielleicht auch mal wieder eine Master, den Reiter-Talisman anzulegen. Manchmal wünschte ich, solche Spiele hätten eine Art Rüstungsset-Bild oder sowas, welches man auf Knopfdruck wechseln kann, solange die Sachen im eigenen Inventar sind. Damit man, ja, das ein bisschen schneller macht. Wobei, in diesem Spiel hier ist es nicht ganz so wild wie in Xenoblade Chronicles X. Da wünschte ich so sehr, die hätten irgendwas eingebaut, dass man Rüstungssets oder Builds einfach wechseln kann auf Knopfdruck. Damit man nicht jedes Mal wieder minutenlang im Inventar nach den richtigen Sachen rumsucht. Was soll's. Da ist sie ja, die Fingerleserin. Finger. Also, sie will nur mit mir reden, wenn ich nicht auf der Pferd sitze. Sie mag der Pferd nicht. Mich auch nicht anscheinend. Please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Okay. Oh, bless you. Head to the foundation of gold tarnished. Traverse Rhea Lucaria. Glintstone Eventide, and reunite the half crescents at the grand lift. Oh, but the bridge is collapsed and cannot be crossed. Only, why should that matter? Stormvale Castle still stands tall. Okay, also ich soll an das Fundament des Goldes. Das könnte vielleicht, könnte das Wurzelwerk des großen Erdenbaumes sein oder Erdbaumes sein. Möglicherweise. Muss ja nichts heißen, ne? Und dazu muss ich durch Rhea Lucaria und zu einem Aufzug, der kaputt ist, wo ich zwei Mondsicheln hinbringen muss, weil ich bin Sailor Bernd. Da gehe ich noch nicht lang. Weil den Weg möchte ich auf andere Art und Weise nehmen. Weil ich mittlerweile, glaube ich, weiß, wo es lang geht. An der Stelle. So. Mir fällt jetzt nur noch eine Sache. Oh. Mir fällt auf, dass hier was liegt. Klumpenfleisch. Lecker. Lecker, lecker. Oh Gott. Oh, hier bin ich in der Nähe von Schloss Sturmschleier.
Und weg hier! Kriegsasche. Man wird hier sehr schnell unter Beschuss genommen. Mich wundert, dass das bis jetzt noch nicht passiert ist. So, noch ein paar Beeren bitte. So, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich glaube, dass wir nicht mehr... zwei Sachen habe ich jetzt gerade noch in Vorbereitung dieser Episode. Habe ich eigentlich die Qualle schon? Moment, das muss ich kurz testen, ob ich mit der Ollen geredet habe. Nein, noch nicht. Okay. Dann machen wir... Ja, komm, machen wir das in dieser Folge noch. Die nämlich hier ist eine Dame. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know, if you're grafted by the spider, you become a chrysalid? It's quite a lark when you think about it. Seitlich sitzen. Okay, eine Spinne aus Körperteilen von Menschen. Interessant. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, ja. Oh, you've come to be one with the spider? Meine ich nicht. Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Das behagt mir ganz und gar nicht. Das behagt mir ganz und gar nicht. Into the Spider-Verse. Oh, I know. Can you take this little one along with you? Asche der Geisterqualle. The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think. The little one. Die liebe Cindy hat mir mal gesagt, die Qualle soll verdammt gut sein. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? Ich krieg die Creeps, wenn die so redet. It was a pleasure to see you. Oh, tell them I love them. Okay. Moment, ich muss jetzt nochmal kurz auf die Karte gucken. Genau. Ich meine, da war soweit nichts. Und dann haben wir... Mal gucken, Sturmtor und dann diese Hainhöhle hier vor. Nicht die Hainhöhle, sondern dieses komische Dings da. Aber ich sollte, oder ich möchte vorher noch einmal kurz rasten. Weil ohne Rasten... Naja, je nachdem, was das sein wird, ich weiß es ja nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe mir die Sachen tatsächlich... Ich weiß nicht warum, ich bin normalerweise... Oh, da ist was auf der Karte, was Interessantes. Oh. Da will ich hingucken, da will ich hin. Und jetzt in diesem Fall, ist mir irgendwie vorher noch nie so richtig aufgefallen. Oder ich wusste noch nicht, dass das was Interessantes ist. Ach, das ist... Oh, das ist auch wieder ein Seelengefängnis. Und da ist ein Eingang. Ob das auch wieder ein Mini-Dungeon ist? Aber es ist nur ein... Oh, ein Barbar. Ein toter Barbar. Also ich mag den Spielstil. Das Einzige, was ich doof finde, ist, dass ich nicht blocken kann. Ich finde, das hätten sie irgendwie einbauen sollen. Okay, das muss man erstmal hinbekommen. So konsequent vorbeizuschlagen. Ja, nix, okay. Wusch, wusch, wusch. Und wir kriegen Fusch. Weitschuss-Talisman. Heute ist der Tag der Talismänner auf jeden Fall. Da. Erhöht die Schussweite für Bögen. Toll. Ein Talisman mit dem Bild von drei Pfeilen wird bevorzugt von Bestienjägern getragen. Erhöht die Schussweite für Bögen. Ja, ich als Bogenklasse gedenke es irgendwann mal zu benutzen. Oh, cool. Ich kann ja sogar rein. Okay.
Gucken wir noch, ob wir den Boss hier platt kriegen. Und dann ist Ende im Gelände für heute. Vorher trinke ich nochmal ein. Ja, möchte ich. Eintreten, please. Ich hoffe, der Gegner ist auch wieder direkt vor mir, wie sonst auch. Dann kann ich nämlich schon mal direkt draufholz. Ach du Scheiße. Oh Gott. Yay! Ja, dieser Schritt ist scheiße. Oh. Muss mal hier ein bisschen aus der Scheiße rauslaufen. Der Gegner ist übel. Da weiß ich nie, wann man gegen angreifen darf. Die Zeitfenster sind auch sehr... knapp besetzt. Und er hat... unmittelbar nach dem Ende seiner Combo beliebig wieder eine zweite dran geflanscht. Und das ist so scheiße an dem Arsch. Okay. Jetzt kommt Phase 2. Yay. Und ihm erwächst jetzt ein Schwanz. Das ist geil. Und das ist als Reaktion auf meinen Angriff erfolgt. Das heißt, ich kann nicht reagieren, weil ich in meiner Angriffsanimation gefangen bin. Yay. Und er würde, wenn ich nah ihm dran stehen würde, auch sofort den Schwanz benutzen. Deswegen kann man das auch nicht so richtig... Reaktion auf meinen Angriff. Ich kam nicht in die Rolle rein. Da muss ich wegrollen, sonst kommt der... raus da. Junge. Wow. Er hat in dem Sinne keine gescheiten Angriffszeitfenster, um gegen anzugreifen. Das macht diesen Kampf so scheiße. Hat nicht wirklich viel, was man punishen kann, und das klammert irgendwie auch so ziemlich viele Bewegungsmanövermöglichkeiten raus. Oh Gott, ey, dieser Kampf ist... Ja, ich hab auf Rollen gedrückt, ich hab sowas von auf Rollen gedrückt. Doppelschwanz. Ja, das machst du die ganze Zeit nicht, während ich das brauche. Die Angriffe kommen die ganze Zeit nicht. Jetzt aber sofort eine. Kanonade nach der anderen.
töten können. Diese Lingering Hitbox ist so ein Scheiß. Jetzt fängt der Spaß erst richtig an. Kann ich nichts machen. Reaktion auf meinen Angriff. Jetzt kam der Schwanz glücklicherweise nicht raus, aber das ist reiner Zufall. Nur Zufall. Diese Waldfindungs-KI-Routinen funktionieren leider. Meine Güte. Oh, da kam ich jetzt zufällig raus mit der Ausweichrolle. Und diesmal kam auch die Rolle raus. Cool. Gott! Scheißdreck. Da wollte ich drüber springen. Hätte springen sollen, ich weiß. Aber das ist einfach noch nicht so richtig drin. Ja, Gott sei Dank, die Rolle kam raus. Keine Ahnung, ob man ihn da irgendwie abschießen kann. Aus der Luft. Oh. Da habe ich auf habe ich vertraut. Ja, und ich habe gerade Schwein gehabt, dass das der letzte Schlag gewesen ist, weil das war wieder ein reaktiver Schwanzangriff. Oh. Und nur 2100 Seelen dafür. Für den vielleicht schwersten Kampf im ersten Gebiet inklusive Legacy Dungeon. Okay, wo fange ich jetzt an? Also, ich wollte es eigentlich erst bei Margit ansprechen und es ist jetzt komplett nur noch Laber, aber ich möchte meine Gedanken zu diesem Kampf äußern, weil aus meiner Sicht ist dieser Gegner das Epitom dessen, was aus meiner Sicht in Elden Ring am Gegnerdesign scheiße ist. Zumindest teilweise scheiße. Richtig scheiße. Es kann sein, dass meine Gedankengänge dazu komplett falsch sind. Das will ich dazu auch zur Diskussion und zur Debatte stellen, weil ich das jetzt auch nur aus meiner jetzigen Perspektive bezeichnen kann, wo ich vielleicht die geheimen Tricks oder Kniffe oder so noch nicht kenne. Aber ich möchte mal anfangen, was mir an diesem Kampf hier gerade wirklich nicht gefällt. Und zwar,
A, du merkst, dass der Gegner auf anderen Regeln basiert als der Spielercharakter. Während man in früheren Spielen vielleicht noch die, noch die Mannen vertreten konnte, oder zumindest das Gefühl, dass auch die Gegner so eine Art Ausdauermanagement betreiben müssen, kann der Gegner hier, das sieht man vielleicht in der einen oder anderen Szene auch, hat sowas eben nicht. Er kann raushauen, 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 raushauen. Und deswegen bin ich jetzt auch relativ lange auf Distanz geblieben, weil wenn man sich in Nahkampfreichweite von ihm befindet, kann er eine Combo fertig machen und sofort danach die nächste beginnen. Und da komme ich jetzt auch, das wird zu Punkt 2 führen. Zu Punkt 1 zählt aber auch noch. Ihr habt vielleicht festgestellt, ich bin nicht nach Backstabs fischen gegangen. Weil dieses Spiel ändert bei diesem Gegnertyp plötzlich die Regeln. Es ist ein humanoider Gegner, der etwas größer ist, als der Hauptcharakter ist. Wir lernen in den ganzen Dark Souls-Spielen, in Sekiro, in Bloodborne, du kannst sie backstabben. Aber diesen hier nicht. Mir fällt eine einzige Ausnahme aus Dark Souls 2 ein, nämlich den Jester im Sunken King DLC. Aber das ist etwas anderes, weil er trägt das Jester-Set und man kann das Jester-Set vorher kaufen, finden, durchlesen und da steht drin, dass man immun gegen Backstabs ist durch dieses Set. Und das macht Sinn. Bei diesem Gegner hier sehe ich es einfach nicht. Das findet man halt raus, indem man es einfach nicht schafft, ihn zu backstabben. Wenn sie ihm einen, keine Ahnung, wie mit dem einen Typen, einen Sarg oder was auch immer auf den Rücken getackert hätten oder nochmal irgendwie eine, keine Ahnung, eine Panzertür oder was auch immer. Und man dadurch so zumindest visuell sehen könnte, okay, den kannst du nicht backstabben. Okay, es gibt eine Ingame-Begründung dafür, außer die unsichtbar abläuft und die Regeln geändert werden. Das gefällt mir, wie gesagt, überhaupt nicht. Der Punkt mit den, er kann kommen, wenn man sich in seiner Nahkampfreichweite befindet, wenn er am Ende einer Combo ist, oder zumindest am gewissen Punkt scheint die KI zu errechnen, wie weit ich von ihm weg bin und dann irgendwie auszuwürfeln, ob er danach eine neue Combo startet oder nicht. Und deswegen bin ich, wie gesagt, auf Distanz geblieben. Mir ist schlicht und ergreifend nicht anders zu helfen, wann man diesem Gegner überhaupt einen Gegenangriff reinbringen darf. Es scheint, das auf Distanz bleiben scheint mir die einzige gangbare Lösung zu sein. Und trotzdem sind die Zeitfenster zum Gegenangriff auch da sehr kurz. Und das ist aus meiner Sicht ein riesen Mittelfinger ins Gesicht all derer, die sich darauf konzentrieren, eben eine langsame, schwere Waffe zu benutzen. Zumal es mir auch nicht mit meinem Stream-Charakter, der eine langsame, schwere Waffe benutzt, gelungen ist, den Typen auch nur einmal zu staggern. Das heißt, durch dieses kleine Zeitfenster habe ich einmal wird die Schwierigkeit nochmal exorbitant größer, wenn ich eine langsame Waffe benutze. Aber auch gleichzeitig klammert dieses Verhalten des Gegners im Grunde alle fortgeschrittenen Techniken aus, die ich eigentlich bis jetzt sehr gerne im Spiel benutze. Beispiel, der einzige Ausnahme ist jetzt Sprungangriff, aber selbst da habt ihr gesehen, dass ich nur ganz wenige Angriffsmuster durch meine Erfahrung mit diesem Gegner kannte, wo ich überhaupt sinnvoll einen Sprungangriff noch reinbringen kann. Schwere Angriffe oder aufgeladene schwere Angriffe, all dieser coole Scheiß. Auch die Spezialtechnik, die FP verbraucht von meinem Uchigatana, habe ich nicht verwendet, weil sie zu langsam ist. Weil sie mich zu lange festhält in der Animation, bevor ich wieder rollen kann. Das finde ich blöd. Der nächste Punkt spielt ein bisschen damit rein und das ist der Schwanz von ihm, den er in Phase 2 dazu bekommt. Ich habe per se mit dem normalen Schwanz, so blöd das jetzt klingt, keinerlei Probleme. Mein Problem ist der Punkt, wo der Gegner den Schwanz als Reaktion auf meinen Angriff rauspackt. Nämlich kann ihn in zwei verschiedenen Dingen benutzen. Einmal als Standardangriff, den er einfach halt so macht, weil die KI sagt, so, den mache ich jetzt. Er kann ihn als, wenn er eine Combo durchführt, kann er ihn zusätzlich ans Ende der Combo dran packen. Das hat er jetzt in diesem Kampf selten gemacht, weil ich mich, wie gesagt, außerhalb seiner Reichweite befindet. Und dann bricht die KI die Combo mittendrin halt ab, weil sie weiß, sie trifft mich nicht mehr. Deswegen kam er da relativ selten. Und das ist alles okay. Der Bullshit ist, dass er den Schwanz als Reaktion auf meine Eingabe benutzen kann. Und das führt dazu, dass der Punkt mit den ganz geringen Angriffszeitfenstern durch den normalen Schwanz wird ohnehin nochmal kleiner. Wie gesagt, Problem für langsame Waffen. Und das Problem für langsame Waffen ist noch größer mit diesem Reaktionsschwanz. Weil selbst mit meiner schnellen Waffe, weiß ich jetzt nicht, ob man das in diesem erfolgreichen Versuch sieht,
Wenn er sich dazu entscheidet, wenn ich ihn normalerweise normal treffe und normal wieder wegkäme, wenn er sich dann entscheidet, ich mache jetzt meinen Reaktionsschwanz, dann ist es so ein bisschen russisch Roulette, ob ich noch rechtzeitig in die Rolle reinkomme oder nicht mehr in die Rolle reinkomme. Und das geht nicht. Das ist russisch Roulette. Das ist Dark Souls. Das hat sowas nicht nötig. Dark Souls, also nicht, das ist nicht Dark Souls, das ist Elden Ring. Aber die Historie ist, dass das Spiel es nicht nötig hat, Bullshit einzusetzen, um schwer zu sein. Es hat nicht nötig gehabt, die Regeln mittendrin zu ändern. Stichwort Backstep. Um Bullshit zu sein. Und wenn meine Gedankengänge komplett falsch sind, dann gebe ich das gerne zu. Ich weiß, dass die Souls-Community insbesondere allergisch dagegen ist, die Spiele von From Software zu kritisieren. Wie gesagt, das ist jetzt gerade meine Sichtweise aus den Informationen, die ich aus dem Kampf gezogen habe. Wenn ich schlicht und ergreifend zu blöd bin, um die richtigen Kontermanöver gegen ihn zu fahren, zu erkennen. Beispielsweise, was ich selber einsehe, ist, ich mag die Hitbox von dem Stampfangriff nicht. Ich finde, der Stampfangriff ist unintuitiv weit, aber ich beschwere mich nicht drüber, weil das sind Regeln, mit denen kann ich arbeiten und ich weiß, wenn ich springe, dann habe ich das Problem mit den wanky Hitboxen eventuell in dem Bereich nicht. Da ist es mein Problem, dass ich den Sprung als Defensivmaßnahme noch nicht so richtig in das Spiel eingebaut habe. Deswegen geschenkt. Das ist vollkommen geschenkt. Aber die restlichen Punkte. Also letztendlich, meine Kritik ist eigentlich mehr ein Schrei nach Hilfe, weil der Gegner wird noch häufiger kommen. Ich habe ihn schon mal mit dem Stream-Charakter besiegt, aber nicht den hier an dieser Stelle, sondern da war es ein Standardgegner. Und da habe ich mich auch, weil ich nicht gefühlt, 2 Stunden lang mit ihm beschäftigt, bis ich irgendwann mal ihn geschafft habe. Und ich sehe nach viel Zeit, mit dem ich mich mit diesem Gegner beschäftigt habe, einfach nicht, was man dagegen tun soll, außer, dass man 2 oder 3 bestimmte Manöver abwartet und dann einen Schlag reinsetzt und der Kampf sich so dermaßen in die Länge zieht. Was From Software gemacht hat, ist mit Bloodborne oder seit Bloodborne die Aggressivität erhöhen, mit der man in die Spiele gehen soll. Und so habe ich Elden Ring bis jetzt auch soweit weitestgehend verstanden. Aber dann schaltet es jetzt bei so einem Gegner, also wie gesagt, Bloodborne, Lebenspunkte regenerieren, man ist viel schneller. Sekiro, man kann alles parieren, man ist schnell, man verbraucht noch nicht mehr Ausdauer. Das ist noch schneller und noch aggressiver. Und Elden Ring macht den Eindruck, größtenteils auf mich zu sagen, sei aggressiv und benutze die fortgeschrittenen Techniken, baut dann aber die besonders schweren Gegner so ein. Wie gesagt, bei Margit hätte ich wegen Phase 2 da auch nochmal drüber gesprochen oder werde ich noch drüber sprechen. Aber jetzt hier an dieser Stelle, ich mag das nicht. Weil das mir sozusagen die Gestaltung des Kampfes völlig aus der Hand nimmt. Weil es mich beschränkt, zumindest jetzt gefühlt, auf ein ganz kleines Bewegungsportfolio und ich einfach nur darauf angewiesen bin, dass der Gegner die 2, 3 passenden Manöver macht, die ihn etwas länger verwundbar zurücklassen. Und das finde ich sehr, sehr, sehr bedauerlich. Und wie gesagt, wenn es Wege gibt, den Kampf viel, viel schneller abzugestalten, ich kann nicht mehr reden, gerne Tipps an mich. Vielleicht ist es auch so vorgesehen, dass wenn man eine dicke Waffe benutzt, dass man die erst mit einer, weiß nicht, wenn die +6 oder +8 oder was es ich ist, dass sie ihn dann mit 1, 2 Hits oder sowas staggert oder zumindest seine Animation unterbricht, damit man da auch mal gegenhalten kann. Kann sein, weiß ich nicht. So eine starke Waffe habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, damit gegen den Gegner gekämpft. Kann sein, dass ich all diese Punkte übersehe. Aber bis dato, tut mir leid für diese Tirade jetzt am Ende, aber das liegt mir halt auf dem Herzen. Es muss raus und ich möchte es vielmehr nutzen, um zu ergründen oder euch darum zu bitten, mir zu spiegeln, ob meine Wahrnehmung mit diesem Encounter richtig ist oder ob ich irgendwas total falsch verpeilt habe. Deswegen macht es gut, bis zum nächsten Mal hoffentlich dann noch. Euer Benny sagt ciao, tschüss.